Hallihallo meine Hübschen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich das Video zur Natasha Denona Triochrome Palette. Jetzt aktuell gerade habe ich noch keinen einzigen Look gemacht. Aber ihr werdet heute drei Looks in diesem Video sehen. Allerdings werde ich das Ganze als Voice-Over gestalten. Also ich werde jetzt nicht einzeln die Schritte erklären, wenn ich dazu was zu sagen habe. Wie immer werdet ihr am Ende alle Infos von mir bekommen zur Palette und was ich persönlich sage, hat sie mir gefallen, hat sie mir nicht gefallen. Wie gesagt, wir werden drei Looks sehen und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon unglaublich doll auf sie. Aktuell ist sie einfach noch unbenutzt und wunderschön. Deshalb bin ich ja auch ein bisschen aufgeregt. Kurze Info vorneweg. Ich werde als Primer für alle drei Looks die P. Louise Base benutzen. Ihr wisst, mein absoluter Holy Grail. Und auch bei Natasha funktionieren die wunderbar mit dieser Base. Und ja, ich bin sehr gespannt und hoffe, ich kann euch danach ein bisschen was zur Palette erzählen, außer nur, sie ist schön. Also deshalb, ja, bleibt dran. Ich freue mich auf euer Feedback. Viel Spaß! Thank you.
truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill to swallow. Da sind wir auch schon wieder. Das waren meine drei Looks mit der Trichrome Palette. Das hier, wie man sieht, der letzte Look. Und nun kann ich euch auch final meine Gedanken zu dieser Palette mitteilen. Also,
Um das Ganze nicht zu lange zu machen, aber auch nicht zu uninteressant. Ich habe ja jetzt wirklich so gut wie jede Farbe benutzt, auch wenn manche hellen Farben einfach nur zum Aufhellen gewesen sind, da ich schon die Schimmertöne natürlich benutzen wollte. Aber ich habe tatsächlich wenigstens einmal in jede Farbe reingetippt. Und ich meine, ihr habt ja meine Looks gesehen. Ich muss mal ein bisschen so machen, dass ich und die Palette im Fokus sind. Ihr habt ja die Looks gesehen und ihr habt hoffentlich erkennen können, dass ich keinerlei Probleme hatte. Also, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, es scheiden sich zu dieser Palette die Geister. Die einen lieben sie, die anderen sagen, schlechteste Palette von Natasha ever. Deshalb hatte ich auch bisher ja immer Angst, sie zu bestellen. Ich wusste nicht, was ich machen soll, weil sie ja schon etwas pricey ist. Aber wie gesagt, ich habe ja mit 20% bei Sephora zugeschlagen und bereue es aktuell nicht, diese Palette gekauft zu haben. Es ist eine super interessante Palette. Mir haben alle drei Looks sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich ja versucht, an die Reihen zu halten, dass die Looks schon so ein bisschen farblich abgestimmt sind. Jetzt im letzten Look habe ich dann auch nochmal von hier unten und hier oben was genommen, aber wirklich versucht eher in dieser Region hier zu bleiben. Und das hat mir so mit der Technik sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich, das Grün hat mir unglaublich gut gefallen. Das Lila war mein Lieblingslook. Aber es hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Auch heute, ich habe ja dann die Lippenfarbe etwas an die Crease zum Beispiel angepasst. Das sind ja die etwas wärmlicheren Farben hier unten. Das Einzige, was ich persönlich an ihrer Stelle gemacht hätte, ich hätte diese zwei Farben hier getauscht. Denn von vorne ist die Farbe Color Flip, der hier, sehr lila-stichig und er ist von vorne sehr blau-stichig. Allerdings, wenn man die Palette dann dreht, kann man sehen, dass das hier unten so ein, ich sag mal, so eine Schlammfarbe entwickelt. Also das ist auch das, was jetzt auf dem Auge quasi abgeht. Ich finde, von vorne sieht das Ganze sehr rosa-lila aus und von der Seite wird das Ganze dann so ein Schlammgrün fast schon. Das ist das Einzige, was ich gemacht hätte, obwohl das Grünliche dann zwar hier unten reinpasst, da es einfach erdigere Farben sind. Aber mir gefällt der Schimmerton mit den Farben, glaube ich, besser. Aber das ist nur so eine persönliche Präferenz. Das kann man ja natürlich so benutzen, aber ich hätte das in der Palette, denke ich, so angereiht. Ansonsten bin ich der Meinung, dass es so ist, wie ich es jetzt gelesen habe, dass die Shades in der Mitte Duochrome Shades sind. Denn ich sehe auf keinen Fall drei verschiedene Shifts. Ich sehe nur zwei. Und ich hoffe, dass es so ist, dass es so gemeint ist, dass die Triochrome heißt, weil es drei Duochrome-Töne sind. Ja, also wie gesagt, ich bin echt total begeistert von der Palette. Die Farben sind so interessant. Es waren so schöne Farben. Ich fand den Auftrag von den Shimmer Shades auch total einfach. Also so, wie es von ihr gewöhnt war. Ich habe auch drei verschiedene Pinsel genommen, um es zu testen. Also in jedem Look einen anderen. Und es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das Grün ist gigantisch. Also diese Farbe hat mich so umgehauen, auch wenn der Shimmer Shade von heute definitiv mein Lieblingston ist. Aber das Grün war einfach wow. Also so eine interessante, tolle Farbe. Wirklich richtig, richtig schön. Und ja, jetzt kann man nur hoffen, dass eventuell die Leute, die sagen, ich habe total Probleme auch mit dem Fleckigwerden der Palette, dass das Montagsprodukte gewesen sind. So blöd das jetzt klingt, aber... Hi. Hi. Sorry. Daddy. Ja, also so blöd das jetzt klingt, man kann für die Leute tatsächlich nur hoffen, dass es eine Ausnahme gewesen ist, weil ich auch mit dem Fleckigwerden oder so keine Probleme habe. Ich konnte alles ganz toll ausblenden. Die Platzierung konnte ich präzise dahin bringen, wo ich die Farbe wollte. Also umgekehrt, ich konnte die Farbe präzise so platzieren, wie ich sie wollte. So ist der Satz richtig. Ja, also wie gesagt, ich war jetzt echt zufrieden damit. Ja, sie ist etwas pricey, aber es ist halt irgendwie so, man rechtfertigt das mit Natasha Denona. Sie ist einfach etwas pricier. Das hier sind die 15 Farben und ich mag diese Palettenform tatsächlich so schon ganz gut eigentlich, obwohl zum Beispiel wie die Goldpalette, die Lila-Palette, die Sunset-Palette sind, glaube ich, so heißen die. Das ist mein Lieblingspackaging. Also
in dieser Verpackung, wie die ganz großen Paletten sind, nur einfach komprimierter und auch die Fännchen sind etwas größer als hier zum Beispiel. Aber ich finde das einfach ganz, ganz toll für jemanden, der Natasha Denona mal testen möchte, aber nicht die ganz großen bezahlen möchte. Deshalb, ja, finde ich das eigentlich ganz gut und ich war wirklich begeistert von ihr und sie gefällt mir so gut. Ich bereue es nicht. Sie sieht in echt viel schöner aus als auf allen Fotos, die man finden kann, wirklich jetzt. Und das war auch das, was ich damals ja, ausschlaggebend fand, weshalb ich sie dann doch auf meine Wunschliste gesetzt habe, weil wir in unserer Gruppe von Kati damals ein Video bekommen haben, wo sie bei sich zu Hause im Licht filmt und sie sah einfach ganz anders aus als auf jedem offiziellen Foto. Und wenn ich sie jetzt halt so in echt anschaue, finde ich sie auch wirklich ganz, 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 ganz toll. Und ich sehe noch fünf verschiedene andere Looks, die man machen kann. Und freue mich definitiv, sie weiterhin zu benutzen. Und ich persönlich kann euch keinen Fehlkauf anreden. Ja, ihr Lieben, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer von euch auch die Palette hat. Oder hat vielleicht mein Video euch jetzt doch nochmal überzeugt zu sagen, komm, ich probiere es jetzt nochmal mit ihr oder ich versuche einen Look nachzumachen. Sagt mir auch gerne mal, wenn ihr sie habt und ihr schminkt was nach, ob es bei euch so aussah wie bei mir oder ob ihr sagt, ey, bei mir funktioniert es einfach nicht so, weil die Reviews, also die Meinungen sind einfach so verschieden. Allein unter meinem Wunschlistenvideo waren 10 positiv, 15 negativ. Also es war echt ganz anders und ja, deshalb war ich halt lange Zeit skeptisch und sie ist ja jetzt auch schon einige Zeit auf dem Markt und hat es jetzt erst zu mir nach Hause geschafft. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, welcher der drei Looks euer Lieblingslook gewesen ist. Lasst mir bitte gerne einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und falls du mich da schaust, bist noch kein Abonnent von mir, würde ich mich ebenfalls sehr, sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest und auf meinem kleinen Kanal dabei bist. Bleibt gesund, meine Hübschen. Tschüss, macht's gut.